Aloha und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu GTA 5. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir im letzten Part von GTA 5 aufgehört haben. Wir fahren jetzt erst einmal hier mit Franklin nach Hause. Und ja, da haben wir nämlich auch ein sogenanntes. Das heißt, hier wird es wohl auch zu einem neuen Auftrag kommen. Das schauen wir uns natürlich gerne mal von Näherem an. Aber vorher parke ich mal lieber meine Karre noch in der Garage. So. Wunderbar. Also dann ab nach Hause, vielleicht mal ein Ründchen aufs Ohr hauen, oder wie sieht das aus? Na, hier sehen wir schon das Symbol. Und ich glaube, das wird auch automatisch eingeleitet. Oh, erstmal ein fließender Tagwechsel. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. Okay, die Tochter wohl hier gerade mit ihrer Mutter. Schönes Powerwalking. Damn. Epp, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Na, schau mal an, da ist unser Hund. Oder, naja, das ist auf jeden Fall Chop. Grüß dich, Chop. Grüß dich. Alles klar bei dir. Ja, und da gibt's eine App, damit kann ich meinen Hund trainieren? What the fuck? Habt ihr das gelesen? What you gotta? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ballers. Dog, I told you. No more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You driving? Geht klar. So, und wo steigt der Hund ein? Der gute Chop hinten. Ah, okay. Get in the van. Good dog. Oh, ist ja nett gemacht, gell? Komm, Lama. Beweg deinen fetten Arsch hier rein, damit wir mal Gas geben können. So, wo geht's denn hin? Weinwut, ja, das weckt Erinnerungen. Das ist einfach nur schön. Und Gott sei Dank ist das Autofahren noch wieder etwas angenehmer, wie ich das gehasst habe in GTA 4. Okay, also es ist definitiv sein Hund. More like supplementing the drama in our lives. Is that fool Simeon looking out for us, or is he looking out for himself? Shit, himself, I guess. So how a couple of gutter-ass fools like us get ahead? By getting serious. Exactly. We two highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial mindset. Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-starters, huh? In the kidnapping sector. Yeah, starting big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They don't go right, but I wouldn't say that they go wrong all the time either. Okay, also es wird Zeit. I ain't dead, but I ain't rich neither. How does 40,000 sound? Because that's what's happening right here. Man, I believe you when I'm holding. Three-way split, homie. Me, you, and Chop. Chop don't get shit. Chop an intern. You hear that, Chop? Me and Frank trying to screw with you. Das ist ein nettes Gespräch. Ja, sehr guter Job. Ja, aber es wird Zeit, mal hier groß durchzusteigen. Natürlich, wie willst du es machen, ja, wenn du eigentlich hier nur für irgend so einen Spasten irgendwelche Autos beschaffst, aber du nicht wirklich weiterkommst. Also das Ding mal selber in die Hand nehmen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Ah, bin doch schon da. I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. And that's a schönes kidnapping, oder was? What, niggas? A million OGs? Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass, crack?
Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Nigga. Fuck y'all, get bitch. That nigga. Come on, let's go. Okay, dann schnappen wir uns den mal. Boah, wie der abgeht, ey. So schnell kann ja nicht mal ich rennen. Musst du ja auf mich warten, was soll das? You see what he driving? Man, we in a van, motherfucker, we fuck. Ja, ich frag mich auch, wie wir den einholen wollen. Ja, Junge, wie stellst du dir denn das bitte vor? Alles gut, der ist direkt irgendwo da vor uns. Aber mit dem Lieferwagen so eine geile Maschine überholen? Okay, das könnte sogar hinhauen. Zumindest bergab. Alter, ist das schnell. Oh, fuck. Na gut, das konnte ich ja nicht kommen sehen. Fuck. Ja, ich gebe ja schon wieder Gas. Könnte jetzt natürlich schwierig werden. Das bergab hat mir natürlich schon sehr geholfen. Stimmt, ich hätte natürlich auch die Spezialfertigkeit aktivieren können. Vor allem, der lässt sich dann endgeil lenken. Da brauche ich dann nicht irgendwie Bremsen drücken oder so. Und bam, da haben wir ihn. Was? Dem ist nichts passiert? Scheiße. Ja, aber echt. So, aktivieren wir nochmal schnell, damit man hier eventuell mit Volker... Was? Das hat mich nicht wirklich aufgehalten. Was zum Fick? Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Cops on their cell phone as soon as they made the ransom call. Triangulated the signal. Ghetto birds on. Whoa, what? Komm jetzt hier wieder nicht durch oder was? What the verdammten Teufel ist er überhaupt hingefahren? Komm jetzt, genau hier rüber. Komm. Oh. Damn. He got fucked up. Wie, den hat's erwischt? Oh, den hat's geschmissen. Achso, ich konnte den gar nicht aufhalten, deswegen ist er nicht runtergefallen. Ich würde schon sagen, was zum Teufel ist er. Aber ich muss den weiter verfolgen, ja? Komm, gib mal alles hier. Der gute Chop, der gibt natürlich etwas mehr Gas als wir. Aber dann wird er wohl, er wird ihn hoffentlich kriegen. Ja, ich kann da leider nicht. Na komm, kletter. Er klettert halt nicht. Achso, da wäre auch Stacheldraht gewesen. Okay, dann ist ja gut. Oh, was? Oh, ich muss weiter rennen. Ah, okay, das sieht ja cool aus. Machen die automatisch, also da muss man nichts nochmal drücken. Okay, aber das bei so Motorhauben-Action. Was, da kommst du nicht rüber? Na, dann auf geht's. Laufen erhöht deine Ausdauer. Na, dann können wir länger sprinten. So, können wir hier irgendwie eine Aktion machen? Ne, da müssen wir mal wieder langsam drüber. Aber hier. Komm. Und los. Ja, naja, okay. Ich dachte, da kann er auch irgendwie cool sliden. Ich überschätze den Franklin vielleicht etwas. Ne, nicht wirklich, oder? Dieser Bastard. Was machen wir jetzt? Achso, wir können auch einfach wechseln zu Chop. Ist das deren Ernst? Ich kann... warte mal. Nee, ich soll jetzt Chop folgen. Oder soll ich jetzt doch wechseln? Was ist denn jetzt? Tatsache, ich kann zu Chop. Wie krank ist denn das bitte? Aber ich soll jetzt wieder wechseln, sehe ich das richtig? Ach so, ich muss mit dem Hund jetzt. Der Hund muss jetzt gucken. Ah, okay. Jetzt komme ich dahinter. Ja, irgendwo wird er sein. Hier schon mal nicht. Schauen wir nochmal darüber. Sind das die zwei, die es gibt? Auch nicht. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder auf den Hund. Aber ich kann irgendwie nicht laufen.
dachte, der Hund läuft jetzt hier so, wie ich das möchte. Achso, ich muss einfach... Ah, ich muss einfach nur chillen. Der läuft von alleine. Okay, ja, das muss man ja auch erstmal rausfinden. Was zum Teufel? Was? Nein. Wir suchen keinen anderen Hundehintern. Nein, nein. Nein. Alter. Ohne Witz, Chop, das geht so nicht. Komm jetzt her. Das ist ja unglaublich, ey. Jetzt muss ich den Hund wegziehen. Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Chops, wir nehmen ganz einfach in den... ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, was die jetzt hier von mir wollen. Fruit-App für dein persönliches Smartphone oder Tablet runterrätst. Meinen die jetzt wirklich meine echten? Die im ganzen Spiel zu helfen. Okay, also jetzt halt erstmal wieder wechseln. Also sind wir jetzt hier richtig wenigstens. Chop, Mann. Jetzt hast du kurz vögeln dürfen, dann wirst du mir jetzt wohl helfen können, diesen Typen zu finden. Da haben wir ihn ja. Oh, jetzt können wir uns den hoffentlich endlich mal schnappen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm. Jawohl, endlich. Was natürlich blöd, wenn man sich dann irgendwie doch im Viertel kennt, gell? Und dann erstmal direkt weiß, wer hier eigentlich am Start ist. Ja, also das mit dem Hund muss ich mal noch ein bisschen genauer herausfinden, wie das hier läuft. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet, I gotta make a call. Mal kurz die Spezialfertigkeit aktivieren, denn soll ja durchaus seine Skills verbessern. Außerdem kommt man hier ewig geil um diese Kurve. Aber auch nur, um einen anderen Mustang zu bleiben. So sieht's aus. Sind wir da, oder was? What the fuck you done? You just gave him our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you! I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit, cause we went easy on your ass. Remember that, dawg. Okay, das ist echt nicht so klug. Erstmal nach Hause fahren, dann weiß er sofort, wo der eine ist und damit... Ach, das ist ja echt selten dämlich jetzt gerade gewesen. Nun gut, also ab zum Freizeitpark. Moment mal, ich bin ja schon vorbei. Hier geht's los. Oh, kriegen wir jetzt das erste Minispiel mit. Basketballspiel. Nigga, I ain't afraid to get my hands dirty, old precious motherfucker. This is what I mean, homie. We need to get serious. Get paid. This shit ain't working. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass, too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. So, und damit wäre das wohl auch bestanden. Bin mal gespannt, was da jetzt die Dinge nicht ein Kratzer, Kumpel so gut, verbesserte Reflexe. Ja, das müssen wir uns wahrscheinlich alles wieder erstmal durchlesen. Jetzt interessiert mich mal viel mehr, können wir hier Basketball spielen? Wie sieht das aus? Können wir hier mit irgendwelchen Homies zocken oder was? Bitch, please. Erstmal die Zigarette fallen lassen, abhauen.
Servus, kann ich mit euch spielen oder wie sieht das aus? Nee. Wie, kein Basketball? Komm, Dank! Verdammt! Okay, kein Basketball, so wie das aussieht. Schade eigentlich. Wer weiß, vielleicht muss man sowas auch alles erst noch freispielen. Wir werden es bestimmt noch früh genug erfahren. So. Ich würde sagen, dann gehen wir doch einfach mal direkt zur nächsten Mission. Und das wird mal wieder eine fremde oder kuriose Person sein. War da eine auf der Map? Jetzt kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Ich meine, dass da noch eine eingezeichnet gewesen wäre. Fremde und Freaks? Ja, genau, da oben. Das heißt, wir fahren da jetzt auch erstmal hin. Denn vielleicht treffen wir ja wieder auf eine interessante Person. Entweder auf einen Freak oder vielleicht diesmal wirklich auf einen Fremden. Denn mit der komischen Crack-Hure vom letzten Mal, da, mit der waren wir, die kannten wir zumindest. In dem Sinne bin ich sehr gespannt, was uns als nächstes hier erwartet. Ah, oh, die Stadt sieht echt richtig... Genau, musst du natürlich auch genau jetzt in dem Moment darüber fahren. Aber richtig schön aus hier. Efeu, das von irgendwelchen Brücken runterhängt. Also auch die Details stimmen und auch die Fernsicht sieht richtig edel aus. Da wird man auch bestimmt überall hin können. Da hinten schön das Vinewood, das Hollywood-Zeichen. Oh, lecker, 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 kann ich euch dann nur sagen. Und wir fahren jetzt mal so richtig schön in ein anderes Gebiet. Ausgerechnet hier mit diesem komischen Laster, aber naja, was soll's. Ist jetzt auch nicht so weit. Das kann man auch mal fahren, wenn es sein muss. So, sind wir eh gleich da. So, dann schauen wir uns das mal an, wer da oben auf uns wartet. So, Ziel erreicht. Und da oben geht es zu unserem Fremden oder Strangen. Ich würde sagen, wir parken jetzt hier einfach mal unsere Kiste und schauen uns das mal von nahem an. Hello? Hello? Hä? What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw a quarterback lose, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic! No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh shit! Oh my god, it's Miranda! Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, no, leave me out your shit, man. Oh no, no, no. We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Lernen wir jetzt das, was ich befürchtet habe? Wir können Fotos schießen oder muss ich nur dem Typen helfen? Okay, nein. Also wir fahren und er muss die Fotos machen. Ach du Heilige. Also das ist wirklich ein Freak, den wir hier kennenlernen. Das ist ja eine verrückte Mission. Aber sieht geil aus. Oh, ich halte das für sehr gefährlich, was wir hier tun. Komm, mach deine Fotos jetzt. Komm, ich bin richtig schön nah. Oh ja, das ist klasse. Das sind tolle Bilder hier, oder? Oh
call her the Silicone Slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Whoa! Man, no wonder holy shit. Komm von der Seite auch noch. Jawohl. Stop pretending to cry. Don't ram her off the road, man. Quatsch, wir lassen uns doch nicht hier von der... nicht so nah ran, okay. No, she still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. Ja, okay, dann fahren wir am besten einfach nochmal ran. We need the money shot. Okay, dann los. Weeha! Wow, 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 wow! Eine Konkurrenz! Alter, ich bin so ich drück schon mir hier den Zeigefinger wund. Ich kann nicht mehr schneller. Die Fahrer neben den konkurrieren, sodass er Berlin ausschalten kann. Was zum Fick ist denn jetzt los hier? Ja, ich arbeite dran. Ist nur gar nicht so einfach. Oh, shit. Boah, irgendwie da durch noch wursteln. Holy shit, ich wollte gerade sagen, die Spezialfertigkeit aktivieren. Aber jetzt nützt mir das nichts, das sollte reichen. Komm. Jetzt. Und komm, gib alles. Bam! Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Okay, so, der nächste Observierung. Ach, wir machen jetzt hier gleich das ganze Fotoshooting über den Tag verteilt, oder wie sieht das aus? There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike, because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging, or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, 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 come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Psst. Okay, haben wir jetzt direkt hier auch ein bisschen Cash auf die Hand bekommen, oder wie sieht das aus? Okay, neuer Kontakt, Barely. Voll erwischt, Bild schön, 100%. Na also, drei Fotos. Und vor allem, ich bin hier auf einer PCJ, Mann. Vice City lässt grüßen. Wie geil ist das denn? Okay, cooler Scheiß. Dann haben wir hier also einen neuen Kontakt kennengelernt. Und ich würde sagen, dass wir als nächstes mal zu unserem Kollegen Simeon fahren. Denn ich bin... Oh, mein Motorradfahren macht ja hier richtig Laune. Oh, ich krieg einen Anruf. Von Lamar, ich dachte schon vom Hund. What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. She's the best play for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Okay, jetzt muss ich Chop also übernehmen. Erstmal den Hund übernehmen. Wow, 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 wow. Hier wird irgendwas markiert. Hier ist irgendwas Verrücktes. Okay, hier ist irgendeiner, der gerade flüchtet. Dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach um, oder? Ich trau mich so um mich. Ich will ihn ja nicht umbringen. Ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen soll. Okay. Ich würde sagen, das Ding hat sich erledigt. Hey, Moment mal. Au! Ah, erstmal gegen die Wand geschlagen. Moment mal. Umgefahren, dann steht er auf und haut einfach ab. Das gibt's ja wohl nicht. Jawoll! Jetzt komm her, du Bastard. Hey, bleibst du liegen oder was? Bleib nicht liegen. Der haut sogar wieder ab. Was hat denn der für ein Ausdauervermögen? Erst fahre ich mit dem Motorrad an. Dann wird er vom Auto angefahren. Dann trete ich noch ein bisschen auf den drauf. Den interessiert das hier überhaupt nicht. Ja, ganz ehrlich, dann bring ich dich auch einfach um. Vor allem, warum halten wir eigentlich einen Dieb auf? Was juckt uns das? Ist ja hier guter Cop-Bonus aus Vice City, oder wie sieht's aus? Boah, da musst du ja hier deinen Daumen kaputt drücken.
Oder soll ich denn jetzt einfach mal schön gezielten Schuss ins Knie geben? Komm, jetzt haben wir aber. Bam, es reicht mir jetzt. Hier nochmal schießt der Assi. Wenn du einen gestohlenen Gegner entweder behalten oder gegen eine Belohnung eintauschen. Oh, oh. Au! Ein richtig schön Faceplant. Die Frage ist nur, was habe ich denn jetzt gerade bekommen? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesammelt habe. Aber wenn wir jetzt schon Dieb jagen, dann behalte ich das jetzt nicht. So, machen wir hier mal ein bisschen einen auf guten Bürger. Ja, nur in der Gangster-Szene sind wir böse. Aber wenn wir hier schon so einen Aufwand betreiben, vor allem finde ich es cool, dass bergauf langsamer ist. Dann. Oh, schön. Schön erstmal reingehauen. Kann es Mesa. So, erstmal kurz schließen. Das klappt ja schon mal wunderbar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir das Ding hier auch wieder zurück, oder? Geil, das war. So, dir ist da was geklaut worden, wie sieht's aus? Ah, okay, Brieftasche. Zufällige Ereignisse belohnen Spieler mit Wertverbesserung oder Geld. Ich hätte $450 einfach einstecken können. Ja, jetzt gebe ich sie halt einfach wieder zurück. In dem Fall macht das gar nichts, ne? Werteverbesserung ist doch auch eigentlich ganz cool. In dem Fall sieht man jetzt zwar nicht wirklich, dass da was passiert ist. Ich denke mal, das war jetzt auch eher nur so ein Beispiel. Und deswegen war es auch ganz gut, dass ich zurückgegeben habe, damit ich nämlich genau das herausfinde. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mit dem Hund einfach weiterzumachen, so wie ich das sehe. Keine Ahnung, ob der jetzt auch so richtiger eine Art Auftragsgeber wird. Das wäre ja richtig abgefahren. Oder, das weiß ich auch nicht. Wollen wir das nochmal noch schnell rausfinden? Fahren wir mal ganz kurz zum Hundi. Zum kleinen Wauzi da drüben. Oh, shit. Ah, das war, glaube ich, jetzt nicht ganz so gut. Schauen wir mal, was sagt denn die Karte? Wie komme ich da am günstigsten hin? Wo ist er denn? Zum Teufel versteckt denn der sich? Treibt denn der sich rum? Job? Ach, bei uns daheim. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man das nicht direkt sieht. Ja, dann schauen wir mal noch schnell beim Hund vorbei. Wenn er uns schon so nett ist, soll ich jetzt hier hochfahren? Ja, okay. Wenn er uns schon so nett drum bittet, der Lama, dann wollen wir ihm den Gefallen doch auch mal tun, würde ich sagen. Warum sollen wir denn... fuck. Warum sollen wir denn jetzt den Hund nehmen? Was treibt er damit, dass wir auf den Hund aufpassen müssen? Das interessiert mich natürlich jetzt schon. Carwash-Ding ist hier erstmal unsere Bude. Ich würde sagen, nachdem ich die Karre sowieso nicht wirklich mitnehmen will, hoffe ich mal, dass ich jetzt hier ein bisschen abkürzen kann. Diese Faceplants gegen die Wand sind einfach nur ein Highlight. Aber Chop, was? Ich habe das jetzt gerade nicht so ganz noch gelesen. Wo ist der? Der hinten irgendwo, oder was? Da ist er! Guck mal! Ah, halte zwei gedrückt. Um mit Chop Gassi zu gehen, du kannst Chop Kunststückchen beibringen, lade dich einfach. Okay, zu dressieren. Und wir können jetzt einfach Gassi gehen. Ihn den Ball aus seinem Waffenrad adoptieren. Okay. Wir können jetzt hier mit dem Ball spielen, oder was? Das ist ja witzig. Kann echt mit meinem Hund interagieren. Und wenn er nicht kommt, dann pfeife ich ihn her. Meister, nett. Oh, da kann man ja richtig Beziehungen zu dem Hund aufbauen. So, nun. Werfen wir die Scheiße einfach mal weg. Hol ihn! Der holt ihn ja wirklich. Mei. Und jetzt wird er überfahren. Und das war's dann direkt mit den Gefühlen. Ausdauer hat sich verbessert. Ja, feiner Hund. So, muss ich da nochmal was aufnehmen? Nee, ich würde sagen, das passt schon.
Und dann kann ich jetzt hier jederzeit mit meinem Hund spielen. Oder beziehungsweise mit dem Hund unseres Freundes selbstverständlich. Einfach mal den Ball hier hinterwerfen. Los, Chop! Es ist wirklich absolut süß und nett gemacht. Ja, aber Leute, dann werde ich jetzt nochmal ein bisschen mit dem Hund spielen. Und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Da gehen wir dann zu Simeon und schauen uns mal, ob er vielleicht noch doch irgendwelche Aufträge hat, die wir uns in irgendeiner Art und Weise weiterbringen. Jetzt werfe ich den Ball hier immer noch mitten ins Getümmel. Aber das hat jetzt keine großen Auswirkungen. Wahrscheinlich hat das auch einen tieferen Sinn, den muss ich aber auch erst noch kennenlernen und rausfinden. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Zu Folge 3. Ich hoffe, dass auch diese Folge euch gefallen hat. Selbstverständlich lasst es mich wissen mit Kommentaren, mit Likes oder sonst was. Tut euch, ja, lasst euch da freien Lauf, gell? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.